So, hier sind wir wieder, und zwar mit der USATIN, wie versprochen. So, dann müssen wir das mal öffnen. Und zwar hier, das sind die Promokarten Gerümpel bzw. Synchromonster. Zum ersten Mal Gerümpelraser. Der holt jede Menge Synchronempfängermonster vom Deck aufs Feld und ist nicht schlecht. Ein Gerümpelsammler kann einfach eine Falle im Friedhof kopieren. Dann Sternenstaub-Sturmkrieger macht durchschlagenden und kann ein Gerümpelmonster beschwören, falls das einzige Monster ist. Materialischer Metallmarschierer. Einfach nur ein Synchro-Empfänger, was, wenn man es als Synchro-Beschwörung benutzt, auch das Synchro-Monster im Empfänger macht. Gerümpelverbindender ist nicht schlecht. Ist erstens mal ein Link-2-Monster, was Krieger oder Maschine darunter einen Empfänger braucht. Und man kann eine Synchro machen mit den zwei Monster, die was bei einem gelinkten Zone sind, und falls er dann auf den Friedhof kommt durch einen gegnerischen Karteneffekt oder Kampf oder so, ist durch eine gegnerische Karte halt, darf man ein Gerümpelmonster als Spezialbeschwörung beschwören vom Extra-Deck, und es wird als Synchro-Beschwörung behandelt. Zum Beispiel halt Gerümpel-Raser, weil wenn der Synchro-Beschwörung macht, kann er sein Feld wieder voll machen mit Synchron-Monster. Also ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Dann öffnen wir hier mal die Mega-Packs. So. Defektiver Compiler, Link-Infra-Flieger, rechte Hand des Magiers, Grenzstein des Weltvermächtnisses. Okay. FR-Anpressdruck, Abgrundschauspieler, ein Mekritter, gelber Stern, ein Pendel, Muho oder Mucho, eine Marianne, der wahre Draco Phönix. Wow, ein Kaliberladedrache. Nicht schlecht. Nicht schlecht, wirklich. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Noch ein Mekritter, Feuergefängnis, ach scheißegal, was da jetzt noch kommt. Flink, Biber. Ein in der Chainbox ausgeglichen, ne? Zweikampf, drei Juker, und hier in der USA-Box einen Kaliberladedrache. Besser kann es nicht gehen, oder? Dann öffnen wir einfach mal das nächste hier. So, Nixon-Rüstung, aufgestiegener ist damals. Ich finde gar nicht so schlecht eigentlich. Dann Gerümpelzerbrecher, boshafter Gefolgsmann, Schilam-Sabak, Seeschlangen-Kaiser, Entdeckung des Weltvermächtnisses, Trickster, Lycoris, nicht so schlecht, wahre Draco-Herkunft und ein Link mit 2,5. Das bedeutet Firewall Dragon. Kaliberladedrache und Firewall Dragon in einer Box. Wenn das mal nicht zusammenpasst, oder? Schaut doch schön aus. So, dann noch hier ein paar andere FA-Karten und so weiter. So, das letzte. Was bringt dieses letzte Booster uns hier noch? Nach einem 3-Juker oder ein ausgeglichener Zweikampf nochmal? Ich hätte nichts dagegen. So, dann Schatzpanda, Samurai Scheel. Snifferdrache, Pavian Brotbaum, Gehirnwäsche der finsteren Welt, Geschwindigkeitsrad Schädelmurmel, Ersatztrupp, Knackdrache, 1900, 400, 400, Weltkelch Wachdrache und Zauberkarte. Was ist der Effekt? Was ist der Effekt? Pendel. Paradox. Egal. Pendelparadox. Firewall-Drache und Kaliberwachtdrache, ja. Sind sehr gute Karten hier, die wir hier gezogen haben. Und ich bin froh darüber, wirklich. Das ist heftig. Also schauen wir uns nochmal, was da genau war. Diese hier. Dann noch. Diese hier mit Trickster Lycoris. Trickster ist in der Bände ist verschont geworden. Außer ein bisschen Skullstriker mit Hornet Dragon, wenn man sie in Verbindung mit denen spielt. Sonst kann man Trickster noch immer
genügend Spielen. Dann Weltkönig Wachdrache, wahre Draco-Herkunft, Marianne. Und hier die Secrets, Pendelparadox, Fireball Dragon und Kaliber Wachdrache. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, das war's mit der Teambox. Und euch noch viel Spaß. Schaut bei meinem Card Market, ja, passt. Vorbei. Und falls ihr was Interessantes findet, falls ihr noch Fragen habt, falls ihr jede Menge Commons haben wollt, ich kann natürlich das dann auch machen. Ich habe jede Menge Commons, ich will sie auch nicht haben, ich will sie loshaben. Falls wer Interesse hat, einfach unten in die Kommentare reinschreiben oder mir auf Card Market eine Nachricht senden. Und tschüss.